Salut Pilot! Willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute beschäftigen wir uns mit den Top 5 der seltensten Skins in meiner Sammlung. Der seltensten legendären Skins, wohlgemerkt. Welche das sind und warum diese Skins so selten sind, das erfahrt ihr nach dem Intro. Platz Nummer 5 geht an den Chupidico-Skin für Paragon. Dieser Skin kam zusammen mit einem Valentinstag-Skin für Juggernaut am Valentinstag 2021 auf den Markt und konnte mit Münzen aus einem Tresorrausch gezogen werden. Leider habe ich damals den Fehler gemacht und nur die Gratis-Münzen eingesetzt, die man sich durch gewisse Derbys erspielen konnte, da ich dachte, dass die Skins anschließend in den normalen Tresor, also in den normalen Glückstresor wandern würden, was allerdings nicht der Fall war. Daher besitze ich leider nur den Skin für Paragon, nicht aber den für Juggernaut. Jedenfalls war der Chupidico-Skin nach diesem Event nicht mehr erhältlich, weder in Tresoren noch im Shop zum Kauf. Da der Skin eigentlich oder generell nicht sonderlich beliebt war und ihn sich deshalb auch nur wenige Leute wirklich bewusst geholt hatten, gehört er mit zu den seltensten Skins im Spiel. Platz Nummer 4 geht an Shaka Zulu aka Battlemaster für Panther. Dieser Skin war 2019 in der Beta-Phase des Spiels erhältlich und war der Hauptpreis am Ende eines Glückstresorraus. Für alle etwas neueren Spieler im Spiel: damals gab es ein Event, wo du für das Öffnen von Glückstresoren, also die Tresore, wo man diese gelben Schlüssel benötigt, nochmal eine extra Belohnung bekommen hast, darunter einige epische Skins und 400 A-Coins. Dieses Event nannte man Glückstresorrausch. Dieses Event ist vor einigen Monaten, ich würde mal sagen so vor einem halben, dreiviertel Jahr vielleicht, abgeschafft worden und durch die Play-Off-Events ersetzt worden. Jedenfalls gab es Shaka Zulu, der damals noch Battlemaster hieß und später umbenannt wurde, hier am Ende dieses Belohnungspfades. Danach wurde der Skin nie wieder auf den Markt gebracht und nur einige hundert Spieler auf der Welt haben Zugang zu diesem Skin. Platz Nummer 3 ist der Skullface-Skin. Wie der Shaka Zulu-Skin auch, war er am Ende eines Belohnungspfades eines Glückstresorrausches in der Beta-Phase des Spiels, also so 2019, erhältlich. Er teilt sich quasi den Platz mit Shaka Zulu, von der Seltenheit her. Da man ihn allerdings noch etwas seltener zu Gesicht bekommt als den Shaka Zulu, habe ich ihn hier als etwas seltener eingestuft. Ein wirklich cooler Skin, bei dem sich Plarium echt viel Mühe gegeben hat. Platz Nummer 2 belegt der Pots O' Gold Skin für Guardian. Dieser Skin war zum St. Patrick's Day 2021 für wenige Stunden im Shop für Echtgeld erhältlich. Insgesamt gab es zwei Skins mit diesem Artstyle. Einmal den Pots O' Gold für Guardian und einmal den Destillery Skin für Paragon. Paragon wurde mir damals leider nicht zum Kauf angeboten, daher besitze ich nur den Pots O' Gold Skin. Dieser Skin wurde auch nur ein einziges Mal angeboten. Wer ihn damals nicht gekauft hat, und das waren wirklich die wenigsten, hat bis heute keinen Zugang mehr zu diesem Item. Aber Vorsicht, 2022 erschienen die beiden Skins noch einmal unter einem anderen Namen und mit einer leicht abweichenden Farbvarianz. Der Triskelion Skin für Guardian gleicht dem Pots O' Gold Skin wie ein Ei dem anderen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der Pots O' Gold Skin eher grasgrün ist und gelbe Lichter besitzt und der Triskelion Skin eher olivgrün ist und über grüne Lichter verfügt. Das gleiche gilt übrigens auch für den Destillery Skin für Paragon. Platz Nummer 1 und damit der weltweit seltenste Skin ist der Contentinator Skin für Killshot. Dieser Skin wird ausschließlich an die offiziellen Content Creator in Mech Arena vergeben. Aktuell haben wir ca. 20 Content Creator weltweit. Das bedeutet, dass nur ca. 20 Menschen auf der gesamten Welt, die dieses Spiel spielen, Zugang zu diesem extremst seltenen Skin haben. Der Contentinator ist das seltenste Item, das Plarium jemals auf den Markt gebracht hat. Und ich bin sehr stolz, einer der wenigen Auserwählten zu sein, die das Recht haben, diesen Skin benutzen zu dürfen. Und mal ehrlich, der Kleine sieht doch schnuckelig aus, oder? Ja. Das waren sie, die 5 seltensten Skins aus meiner Sammlung. Was haltet ihr von den Skins? Welcher hat euch am besten gefallen? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und macht sie fertig.